DAX Trading Freitag 28.06.2019 Tagesgewinn 1200 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag der 28. Juni 2019 und eigentlich ist heute der letzte Freitag des Monats vor Quartalsabschluss und das heißt, dass es den sogenannten Hexensabbat geben muss, was viel Bewegung an der Börse verursacht. Es ist jetzt 9.01 Uhr untertags, hat zwar schon ein paar Bewegungen hinter sich, aber er steht jetzt bei 12.300 Punkten und ich gehe erstmal von einer Steigerung aus und kaufe einen neuen DAX für 12.300 Punkte. Nunmehr haben wir 9.26 Uhr untertags, ist tatsächlich gestiegen auf 12.325 Punkte, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 25 Punkten im DAX mit. Jetzt haben wir 9.27 Uhr und ich denke der DAX können wieder etwas drehen, ich mache ein Leerverkauf für 12.324 Punkten. Nun haben wir es 9.34 Uhr und der DAX ist tatsächlich gefallen, er steht auf 12.312 Punkten, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 12 DAX-Punkte mit. Jetzt ist es 9.41 Uhr und der DAX hat ein paar kleine Bewegungen hinter sich, aber er steht jetzt auf 12.314 Punkten. Ich mache einen Leerverkauf über 12.314 Punkte. Jetzt sind 15 Minuten vorbei, wir haben es 10.03 Uhr untertags, ist tatsächlich gefallen, er steht auf 12.298 Punkten, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 16 Punkten mit. Wir haben es jetzt 10.04 Uhr untertags versucht wieder zu steigen, er steht jetzt bei 12.299 Punkten und ich kaufe einen neuen DAX für 12.299 Punkten. Nun haben wir 10.18 Uhr untertags ist tatsächlich gestiegen, er steht auf 12.324 Punkten, ich stelle glatt und nehme diesmal den Gewinn von 25 DAX-Punkte mit. Es ist jetzt 10.20 Uhr untertags, fällt wieder etwas, er steht auf 12.319 Punkten, ich mache einen Leerverkauf über 12.319 Punkte. Jetzt haben wir es 10.22 Uhr untertags, versucht wieder zu drehen, ich stelle liberal glatt und verkaufe jetzt bei 12.317 Punkten, das sind zwar nur 2 Punkte Gewinn. Nun ist es 10.26 Uhr untertags, steht immer noch bei 12.323 Punkten. Ich kaufe jetzt einen neuen DAX, weil ich davon ausgehe, dass jetzt eine Steigerung kommen könnte, und kaufe ein DAX für 12.323 Punkten. Es ist jetzt 10.31 Uhr untertags tatsächlich gestiegen, er steht jetzt auf 12.340 Punkten, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 17 DAX-Punkte mit. Nun sind schon wieder anderthalb Stunden vergangen, die erste Stunde im DAX ist meines Erachtens immer die beste und ich mache jetzt Schluss, denn ich habe heute wie folgt verdient. 25 DAX-Punkte plus 12 DAX-Punkte plus 16 DAX-Punkte plus 25 DAX-Punkte plus 2 DAX-Punkte plus 17 DAX-Punkte macht insgesamt 97 Punkte Gewinn, das sind umgerechnet etwa 1200 Euro abzüglich Transaktionskosten.